Chirp, chirp. Super. Funktioniert so nicht. Stille. Jetzt auch bei Ihnen zu Hause. Grüß Gott. Grüß Gott, meine kleine Freunde. Herzlich willkommen zurück zum Musikantenstadel. Ich kann diesen komischen Dialekt alle überhaupt nicht nachmachen, deswegen habe ich gerade einfach irgendeinen Scheiß aus dem Ärmel geschüttet. Hallo. Grüß dich. Grüß Sie. Ja, grüß Sie. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ach Gott, vergiss, ich probiere es gar nicht mehr. Also, meine Lieben, wie geht's euch so? Wir sind hier wieder beim wundervollen Musikantenstadel unterwegs. Und nun, gucken wir mal. Wir spielen heute wieder Secret Sachse. Secret Sachse, genau. Oh, das ist auch ein bisschen rassistisch von dir, ne? Ein bisschen vorurteilsistisch und so ein Scheiß. Folgendes hier, und ich hab keine Ahnung, meine Taktik sehen. Also, ich dreh mal ganz kurz meine Garde um. Ach Gott, ich bin eine Frau. Das ist ja nicht schon aushalten. Und dann legen wir los. Ihr kennt's ja, Secret Hitler. Jeder liebt es, jeder kennt es. Alle wollen es und wollen Pisch und so. Und deswegen legen wir jetzt mal los. Also. Genau, letzte Runde für diesen Stream, würde ich mal sagen. Oder zumindest letzte Runde, die ich aufnehme. Auch letzte Runde für diesen Stream wahrscheinlich, weil es bald 21 Uhr ist und dann muss ich pennen gehen. Da. Kleine Strategie. Die Fliege ist immer noch da. Higher. Und einfach immer mit Ja. Genau, einfach mit Ja stimmen. Genau, wir stimmen jetzt einfach das ganze Spiel nur noch mit Ja. Mal gucken, wie es dann ausgeht. Ja. Okay, gut, dann würfelt mal, wer anfängt mit dem Präsidialamt. Die Rollen noch nicht geklärt. Ach so, stimmt, die Rollen. Ja, jetzt. Schon seit 5 Minuten. Ja, aber davor ging es immer noch darum, dass wir jetzt mal anfangen mit der Aufnahme. Okay, gut. Alle schließen ihre Augen. Muss ich meine Augen schließen? Halt die Klappe, schließ deine Augen. Bist du Hitler? Nein. Und folgen Sie den Anweisungen. Die kleinen Kinder haben gerade den Sandmann geschaut. Es ist also ungefähr 15 Uhr. Wann lief der Sandmann nochmal? Richtig scheiße früh, oder? 18 Uhr. 18 Uhr, ne? Oh 10 Gott, Uhr. Ist das früh, ey. 5.45 Uhr. 6 Uhr auf einmal und fach, zack. Ab 6 Uhr auf einmal fach, zack, wird zurückgeschlafen. Gut. Die Kinderlein schlafen. Gerade haben sie Sandmann geschaut. In Deutschland ist Ruhe eingekehrt. Alle freuen sich. Der Kapitalismus hat gesiegt. Abends, halb 10 in Deutschland. Halt die Klappe. Der Kapitalismus hat gesiegt, er. Erfreut alle Menschen von innen und außen, überall hegt sich Bildung und Streben, alles will er mit Farben beleben. Nur an Faschos fehlt im Revier, er nimmt den lieben Hitler dafür. Der erwacht nun, öffnet seine Augen, mit ihm die anderen beiden Faschos. Hitler nimmt seine Hitlerkarte und streckt sie nach draußen. Seine Hitlerkarte reckt sich also. Man kann jetzt darin reininterpretieren, was man möchte, was sich bei ihm sonst noch so reckt. Das ist alles euch überlassen. Hitler hat nun seinen Mitfaschos gezeigt, dass er Hitler ist, was voll cool ist. Sie freuen sich. Yay. Was übrigens nicht bedeutet, dass ich ein Fascho bin. Ich habe es einfach nur mal so gemacht. Und die anderen, also Hitler schlummert jetzt ein. Und die beiden Faschos gucken sich an. Und denken sich, was pennt denn der Penner so? Und zeigen sich mal eben ihre Faschokarten. So, das haben sie jetzt hoffentlich gemacht. Dann ziehen sie ihre Faschokarten bitte wieder rein. Und dann geht es, die Hand an die Maus zu legen. Und ganz wild hin und her zu bewegen. So richtig so. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Genauso wie unser Parteienspektrum. Und dann öffnen alle ihre Augen und freuen sich. Yay! Hi. Hat ganz schön lange gedauert heute, wa? der Schlüssel, der Würfel ist weg. Und der Schlüssel. Und er ist tot. Okay. So, wer ist denn jetzt der liebe Alter Paddy? Verzeihung. Wow. Wow. Männlich. Ist mal, ne? Männerabend. Die Männer. Ja, jetzt Alex weg, jetzt können wir Männerabend machen. Perfekt. Okay, also, dann. Ich nehme ein Stückchen Kakao. Und dann wähle deinen Kanzler. Ich wollte euch nur mal Bescheid sagen, ne? Ihr wisst ja, ich war immer ehrlich bisher. Mhm. Ich bin ein Fascho. Okay. Echt? Würde ich aber wissen. Okay. Dann leg mal hin die Karte und zeig uns mal. Ich bin doch Fascho. Aber ich bin doch auch Fascho. Ich habe euch doch vorhin auch nicht gezeigt, dass ich Liberaler bin. So funktioniert das Spiel. Ja, okay, okay. Da wir gerade schon alle so ehrlich sind, ich bin auch Fascho. Auch. Rubi ist jetzt zum vierten Mal Fascho. Der Abend der Fascholigkeit.
Es ist Faschoing. Es ist Fasch, ich wollte es auch gerade sagen. Aber ich habe mich nicht getraut, weil es einfach zu flach war. Ja, es war echt flach, aber ich habe mir so gedacht, scheiß drauf. Genau, das ist eigentlich aufwendig. Okay. Das haben sie 3, 2, 1 und... Edelfix, ich dich auch. Asterix! Klare Wahl. So, damit jetzt bin ich mal gespannt. Damit proklamiere ich hiermit den Notstand. Ich glaube, das funktioniert nicht. Miraculix, bester Charakter ever. Wie? Das funktioniert nicht. Wobei, Musikalix ist auch lustig. Trubadix heißt er. Oder Trubadorix? Du musst erstmal ein paar Aber er ist auf jeden Fall nicht Musikalix. Ich kann ja mal raten. Ja, ja. Musikalix. Musikalix. So also es gibt Häuptling-Nix, es gibt Druidix, es gibt Hundix, es gibt Fischerhändlerix, es gibt Fettix, es gibt Schmiedix, es gibt fetter Typ, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist, X. Es gibt, es gibt ein kleiner Typ, der der beste Kumpel des Typens ist, der als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen ist, X. Kleinix. Zaubertrank gemacht hat, in den der Typ es gibt, ist, X. Es gibt Big Titterix, es gibt Big Titterix, Big Titterix, es gibt Big Titterix 2, weil alle Frauen in dieser Serie jetzt zwei große Titten haben. 2X. Es gibt Häuptlingsfrau XA. Wir haben alle Doppel-X. Es gibt Triple X. Es gibt XXX. Es gibt XXXX. Es gibt XXXX. Es gibt XXXXX. Seid ihr jetzt fertig? Nein. Ja, es gibt ganz viele X. Faschos. Seriously, Faschos. Politik machen? Ja, ja, mach mal Fascho hier. Komm, hau endlich aus der Faschos. Faschos. Ja, komm, wenn ich Fascho habe. Ja, Fascho. So, jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf das Spiel. Na klar. Nein. Na klar, Rix. Ich gebe es zu, ich hatte die Wahl und ich habe Fascho gewählt. Alter Schifre, was ist los mit dir jetzt auf einmal? Er ist kein Fascho und will das ja auch Faschos denken, dass er Fascho ist. Er ist Hitler und möchte, dass die anderen ihn für voll nehmen. Ich bin immer ehrlich. Ja. Ja, Flo, was du nicht weißt, die letzten beiden Runden war ich 100% ehrlich. Oder drei, waren es drei? Nee, war doch, waren es drei. Neu, du genügst schon bei der Zahl Runden. Drei. Was ist los bei dir? Nein. Honka? Musikalisch. Sag die Wahrheit, oder? Immer ehrlich, sagt bitte er. Was? Ich hab dich gerade verstanden. Wahrheit, oder? Schiefe? Ja, klar. Also stimmt das, dass er eine rote und eine blaue hatte? Und Schiefe hatte eine rote und eine blaue Karte. What the fuck ist los mit euch? What? Die spielen noch. Nee, Alter, was? Oh Gott. Und das stört dich nicht? Also kann ich dem hinzufügen, dass du auch Fascho bist, oder? Schiefre, die Karte ist bei dir drin, hol sie mal raus. Ja. Entschuldigung. Warum tut ihr mir immer die Sachen da rein? Ich auch nicht. Jetzt bin ich echt verwirrt. Die Leute tun ich bin auch gerade verwirrt und genau das ist ihr Plan. Leute, ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Oh, ich hasse euch. Das ist schrecklich. Das ist gut, aber es ist schrecklich, weil ich, oh Gott, wie gemein. Oh, wie gemein seid ihr denn bitte schön? Boah, was, das ist grausam. Was, wer? So, ach, den Monsieur Bicon. Ja, Bicon. Bicon. Wo ist denn das Accent über dem E, A oder O? Okay, und 3, 2, 1 und los. Oh, Leviosa! Und er ist Hitler, er hat gewonnen. Haha! Oh Gott. Hier ist meine Hitlerkarte. Ja. War das die eine Ja- und Nein-Karte? Ja. Oh, gib mir noch die mal nicht her. Mal offen. Ups. Ups. Bitte. Danke. Ich werde nur noch mit den Karten kommunizieren. Ja. Und glaubst du auch an das Herz der Karten? Zeit für ein Duell! Ich aktiviere meine Fallenkarte. Nein! Nein. Leviosa! Verdammt. Ah, oh, Leviosa. Oh. Ronald Accio Bam. Ich setze ein Monster in verdeckter Verteidigung. Oh Gott. Nein. Nein. Das kannst du dann nicht. Das tust du nicht. Ich setze ein Monster in verdeckt. Oh mein Gott, er hat ein. Wie heißen die Dinger nochmal? Keine Ahnung, Tap? Nee, es gibt irgendwelche. Nee. Flip, genau, Flip-Monster mit Flip-Effekt. Das war es doch, wenn du das irgendwie Verteidigungsmodus und dann in den Angriffsmodus setzt. Ja, mittlerweile gibt es diese komischen Exceed-Monster. Ich habe letztens mit meinem Bruder zusammen mal geguckt. Exceed, genau. Das ist total komisch.
Ich habe letztes Mal, ich habe letztes Jahr so ein Bild gesehen von wegen Yu-Gi-Oh! Am Anfang. Oh, ich habe die letzten 5 Runden mein Key-Monster beschworen. Jetzt spiele ich ein Monster und das macht dich fertig. Yu-Gi-Oh! Heute. Oh, ich spiele meine stärksten Monster alle in der ersten Runde. Ja, es ist total komisch alles. Das und gewinne in der ersten Runde. Macht mich total fertig. Ja. So, die Serie. Wer hat die Wahl gelassen? Ja, das Problem ist, ich habe 2 blaue gezogen. Und vor allem die Charaktere sehen alle total dämlich aus. Die sind mittlerweile alles nur noch 15 Anime-Charaktere. Früher waren die wenigstens voll originell. Ja. Spot the main character. An Kaiba kommt einfach keiner mehr ran. Der war so deep, der Typ. Oh, und so sexy. Oh, Baby. Volksgenossen. Seto Kaiba, der geile Kerl. Ja. Ich möchte die Wahl verkünden eines wahren großen Deutschen. Mannes. Ach, ich fühle mich geehrt. Was ist das da bei dir? Traubenpartei. Bist du die Traubenpartei? Ja. Dann, okay, also der ich erste, bin die der Bush-Partei. Wenn Parteinamen abkommt, ist der neue Kanzler. Los. Auberginenpartei. Parteipartei. Blaufleckpartei. Das wollte ich auch gerade sagen. Weinpartei. Nee, ihr müsst den schreiben. Ihr müsst so heißen für den, Wein von für Wein? Den Rest des Spiels, genau. Die Heulpartei. Taipir ist ein sehr guter Name. Ja, so. Taipir-Partei. Oh mein Gott, ich treffe die Mauswarte in den Winkel. Stehen. Partei. Taipir. Hey, Zonka. Meine Maus kommt nicht über diesen scheiß Dings drüber, weil ich den frei ist. Taipir. Das ist so schön. Oh mein Gott, Alter. Katharina vom Präsident, das kann ich unterschreiben. Nein! Nein! Du willst doch nicht zulassen, dass Balbadin in eine dreckige Demokratie verwandelt wird. Doch, genau das. Da kann ich's das kann ich nicht unterstützen. Kannst du das wieder raus? Dritte Runde. Oh, hier, Blaubeerpartei. Ja. Noch geht ein Jahr. What happened? Oh mein Gott! Warst du schon wieder nicht America. Da? What happened? Ich war gar nicht da. Ey, hier. Alter, Flo, du musst es auch mal sagen, dass du nicht da bist. Flo, auch immer Adventure. Hey, was passiert? Was ja, genau, Flo, immer. Weißt du, alles um ihn herum brennt, ein riesiger ja, blutender Baum steht mitten in der Mitte des Dorfes. Wählen 3, 2, 1. Oh, ein Nein? Ey, ich kann die Katharina vom President-Partei nicht unterstützen. Wir haben gesagt, wir trinken nur ja. Aber wir sind die FDP. Achso, nee, warte, ich trinke auch Wein. Ich bin auch ein Faschen. Ich trinke Mehl, was bin ich? Ich bin ein Viking. Also ich, ja, das ist auch Wein. Ein Viking. Viking. Trink Kakao. Witzig, ich war mal Teil einer Gang namens Vikings. Haha. Serie ist übrigens ziemlich gut, Vikings. Oder? Aha. Gucke zur Zeit immer interessanter hier. Ja. Ja. Mit dir Falling Skies. Was? Ja. Skyfall? Ja. Nee, Falling Skies. Das ist so eine Sci-Fi-Serie aus 2012 oder so. Ja, ich hab die auch irgendwann mal gesehen. Warte, jetzt muss ich überlegen. Kennt ihr Harry Potter? Das war doch, wo die ganzen Kinder in diese Monster verwandelt wurden, oder? Ja, das war eine ziemlich krasse Serie. Ah, cool, alles gespoilert. Ja, ist so. Ja. Hitler. Hitler confirmed. Hitler. War das die Serie, wo John Schnee steht? Wo ist denn jetzt wo zum Teufel ist denn schon bitte die Kanzlerschaft? Die verschwindet immer bei Das darf die Secret Zone nicht einmal berühren, ansonsten ist es unsichtbar für alle anderen. Ja, Leute, jetzt haut das Ding nochmal bitte weg hier wieder. Und das raus, ich will auch wissen, Schiff, danke. Du hast mein Nein verschluckt. Stirbt am Ende. Achso, sorry. Ja, ich möchte hinzufügen, das hab nicht ich verschluckt, das hast du mir in den Rachen geschluckt. Ja. Ich hab mir reingeschluckt. In der intimen Zone. Eine weitere liberale Karte. Was hast du gezogen, Schiffe? Oh. So, ich bin dran. Viosa. Alles. Das ist der Leviosa, nicht Leviosa. Ne, warte mal, was andersrum? Das ist Wingardium Leviosa, nicht Leviosa. Was? Willst du sagen, was du gezogen hast? Wingardium Leviosa. Nee. Weil ich muss selber auch wählen, ne? Was hast du, willst du wenigstens sagen, was du ihm gegeben hast? Nice. Naja, es lag eine Liberale da, ne? Ich würde jetzt gerne sagen, ich hatte keine Wahl, aber. Ja, was hast du bekommen, willst du das sagen? Ding ist Nein. Boah, ihr seid solche Mädels, ey. Ihr zerstört mein Spiel. Vielleicht zwei blaue, vielleicht zwei rote. Ich spiele jetzt hier richtig gut. Wegen euch kann ich keine Karten mehr zählen. Ich hab zwei rote bekommen, ja. Ja, achso, sorry. Wer denn? Du. Minus mal Minus, da gibt Plus. Chiffre. Chiffre und Testgurt und Schwert und Kranz. Hast du gerade Testgurt gesagt?
Ja. Ja. Tesgucht. Tesgucht und R.I.D. Imperator Struppi. Yay. Die müssen auch Ballets hinlegen. Beste. R.I.D. Romani Ite Domum. Ich kenn SPQR. Voll Mensch. Römer geht nach Haus, Mann. Kennst du es nicht? Ja, echt mal. Ja, doch, kenn ich auch. Menschen genannt Romani gehen das Haus. Es ist eine Bewegung auf etwas zu. Ah, Herr Kusativ! Ich bin immer nach Hause gegangen. Hat den alle Wege führen nach Rom. Genau. Nach so, wollen wir jetzt mal. Achso, wie schön, wir schon ab. Sorry. Ja, ihr müsst den Bandits legen. Ja, warten auf euch. Ohne Grund. Da fehlt der Sohn. Eine Million Jahre später. Der Tonka braucht halt zu lange. Ja, 3, sorry, 2, ich war so direkt zu bekommen. Das geht mir gar nicht. So viel ein später, dass der Type hier, Type hier. Warte mal, Tonka, ich helfe dir mal ganz kurz. Ja, bitte mal. Also, ich hatte das schon so doof gemacht. Ach, Gott. Ah, Struppi die ganz auch nicht. Oh, nein, weil die ganze Zeit irgendwie die Namen darüber sind. So. Ja, das ist ein Problem. Danke, danke, danke. Ey! Was gehörte dahin? Was? Baby, give me one more time! Nein. Oh, Mano! Das ist eine. Das sind zwei. Small babies, oh, nee, weil ich cherries and angels kissing spring. Gesehen, dass es zwei Karten sind. My summer rhyme is really made from all this. Ist das der Discard Pie? Ja. Da wo Discard steht, ist der Discard Pie. Ja, bei mir ist Kopf über, sorry. Da wo Draw steht, ist der Draw. Ist Discord. Oho, Chiffre. Discord ist gar nicht schlecht. Okay, okay. Du bist kein. Okay. Ich hab ihm zwei gegeben. Also. Ja, yeah. Ah, du kannst jetzt jemanden aufdecken bei dir. Hast du drei gezogen? Los, deck jemanden auf, deck Schifra auf! Also, irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz faul, Alter. Also. Was? Nein, deck mich nicht auf, ich bin Faschist, das soll also keiner wissen. Wenn du auch nicht drei nicht blaue nicht gezogen hast, Schifra ist hier alles faul, ey. Schifra. Soll ich Faschist? Das soll keiner wissen. Nicht mich. Schifra, ich will das jetzt wissen. War dir nicht von Anfang an klar, dass alles faul ist? An diesem Spiel? Nee. Ich bin Faschist, das soll keiner wissen. Willst du das jetzt echt wissen? Ja, ich will deine Karte. Ja? Ich will über die Schiffskarte. Aber verrat's keinen. Der hätte aber auch was Besseres kriegen können, ey. Und was ist er? Ja, ne? Ich hab nämlich die Wahrheit gesagt. Das war klar. Was ist er denn? Der ist liberal. Du hättest so schön mitmachen können. Oh, scheiße. Mann! Und ich sag mal, verrat's gar nicht. Aha, Schifre ist also ein Lügner, hä? Also ich sag, er ist Fascho. Ja, und Paddy ist auch Fascho. Ja. Hatten wir ja schon mal, ne? Beide Faschos waren. Ach ja, das war eine darum schöne Runde. Darum will ich, dass er gewählt wird. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Alzheimer, was? Mortimer. Arminius. Simon. Ja, Arminius, hier. Und als erstes möchte ich Struppi erschießen. Yeah. Achso, ich habe übrigens, ne, wegen dem Dolch, den ich hier gegeben habe, ne, ich habe ursprünglich kurz daran gedacht, ihn Sinon zu geben, also Schiefe. Mhm. Weil ja, du hast ja bereits ein magisches wirklich? Item, du hast ja deinen Ring, aber du hast halt keine magische Waffe und du bist halt schon so lange dabei und habe ich mir gedacht, gib dem Mann eine Waffe. So lieb von dir und dabei benutze ich den Dolch kein einziges Mal. Ich weiß. Das ist so schön von dir, dankeschön. Helen. Oh ja, sorry, warte, wer? Du? Doch, nee, hä? Ja, doch. Nein, jetzt brauchen wir die Ja-Doch-Karte. Okay, 3, 2, 1 und... Ups, warte. Was? Yay. Nazis. Wenn du jetzt tatsächlich liberal sein solltest, lass dich hier bitte nicht wieder schon wieder in den Bann da reinziehen von hier, Beacon und den anderen da hinten. Das sind jetzt alles einer. Ja, diesmal passe ich mehr auf. Aber ich bin ja Faschist, das hat ja überhaupt nichts zu sagen. Ja, dreckiger Faschist. Lenk bitte von ihnen ab, damit sie mich an die Macht bringen, Chiffre. Das wäre sehr nett von dir, ich bin auch Hitler. Die Ehrlichen, vor denen musst du dich ja in Acht nehmen, aber unehrlich. Denen kannst du vertrauen, die sind nämlich immer unehrlich. Chiffre, du hast mich falsch verstanden. Ich bin auch Fascho und deswegen, du musst schon aufpassen, dass du mit den Faschos mitspielst und nicht mit den Liberalen dahinter. Chiffre, komm schon, du weißt doch. Du bist Fascho, ich bin Fascho, Tonka ist Fascho. Du musst uns alle drei. Ich Fascho, ach, du Fascho. Er ist Fascho. Ach, ihr seid Faschos, das kannst du, was ich das jetzt auch. Ja, natürlich. Ne? Was denkst du, was wir sind? Denkst du, wir sind Liberale? Ich euch das jetzt beweisen. Fascho for life. Ah.
Ich habe dir vertraut. Okay. Also jetzt warte, was steht absolut sehr gut. Free Kanzlerwahl. Ach, schon wieder? Präsidentenwahl, meine ich. Nein, ich darf den Präsidenten bestimmen. Achso, gut. Das wäre zu schön gewesen, ja. Für deine Faschobrüne. Also, ich sag, das Game ist schon jetzt verloren für die Liberalen. Ach, Quatsch, nur weil wir alle Faschos sind. Weil hier die Ecke hat Faschist. Die ganze Zeit. Wähle mich, ich bin Faschist. Discard vor. Ecke, ich hab nicht mal eine Karte in der Hand gehabt, so. Also, doch einmal, aber. Ich okay, ich würde aber sagen, wer auch immer Fasche. Jetzt mit diesen Mind Games angefuckt hat, ich bin so verwirrt. Kripprad damit angefangen, aber es macht zu viel Spaß. Hey, Patrick. Diese Patrick. Runde ist auch alle ihre Troll. Ich glaube, so eine Runde hatten wir bisher noch nicht. Aber die ist sehr schön. Tesco, du bist Präsident. Guck mal, Hitler, da ist einer. Da ist der andere. Jetzt mal ganz kurz an die Liberalen hier am Tisch. Habt ihr überhaupt mitbekommen, was hier gerade passiert ist? Nee, hey, was geht was los? Nein. Was ist denn passiert? Wir haben schon die dritte faschistische Politik durchgebracht, habe ich mitgekriegt, ja. Was passiert, ne? Wenn warte, hat jetzt Huri... Also ich bin ja dafür, dass ich zum Kanzler gewählt werde. Traumpartei ist die einzig ehrliche Partei. Dreimal wurde jetzt gesagt, dass drei rote Karten gezogen wurden. Das macht keinen Sinn. Wie gesagt, die Ecke hier... Ne? Ich habe gerade fast die Erotika verstanden. So. Wie gesagt, ich habe Schiffe vertraut. Very suspicious, everything here. Nee, aber ich habe... Also Schiffe ist wirklich liberal. Also nein, hat doch Scherz, da muss ich mal sagen. Willst du es noch öfter sagen? Also, nein, ja, er ist aber liberal! Also, ich bin wirklich Faschist. Er ist aber liberal. Ja, ich muss Schiffre zustimmen, er ist Faschist. Ja, fuck, ich bin Faschist, mir doch egal, was du bist. Ich weiß, dass du liberal bist. So. Ja, ja. Die Faschos müssen zusammenhalten, Schiffre. Faschofist. Wähl die. Du hast immer gewählt, okay. Faschofist. Hättest du High Five gesagt, hätte ich jetzt ein High Five gemacht. Ja, und wieso machst du dann keine Faschofist? Axelius! Ich kann mir nicht. So, wählt! Hast du gerade gegen die Hand gehauen? Ich bin dagegen. Drei, ich habe mich gerade. Warte, kurz. Ich glaube nämlich, jetzt muss ich mal kurz Serious spielen. muss ich mal kurz was sagen. Ich glaube nämlich, Tonka ist verdächtig, weil er hat mir zugestimmt, als ich behauptet habe, ich hätte die Wahl gehabt, hatte ich aber gar nicht. Am Anfang. Alter, das war doch übelst der Trash-Talk die ganze Zeit, oder nicht? Du hast eine blaue oder rote bekommen, von daher. Warum willst du das jetzt auf mich schieben? Wählt! Wählt! Genau das meine ich. Das war halt kein Trash-Talk. Die Karte liegt jetzt schon. Die ganzen Karten liegen jetzt schon. Also, ja, komm, also ich Schiffe. Nett, nochmal kurz zum Verständnis. Tonka, du hast ihm eine rote und eine blaue gelegt. Er legt eine rote und du sagst da nichts dazu. Doch, hab ich doch. Er hat gesagt, Schiffe hat... Ja, aber erst nach Aufforderung, oder nicht? Hättest du nicht von... Nein, also... Ich hab gesagt, blaue und eine rote. Und Schiffe hat eine rote gelegt. Ja, das ist aber leider nicht wahr. Ja, jetzt auf einmal. Interessant. Ja, natürlich. Vorhin habe ich ja auch gesagt, ich bin Faschist. Marvin, ich Faschist, dann bin ich mal wieder liberal und dann bin ich Grüner und dann bin ich wieder... Kannst du einfach transpolitisch sein? Das guck mal, wieso sagst du... Ich möchte mich nicht auf meine Politik festlegen lassen, okay? Ihr scheiß Chauvinisten. Stopp. Oh Gott, diese Trash-Runde. Jetzt haben wir aber ein Problem, ne? Weil sind alle jetzt in die Gärme. Warum hast du Paddy. Gesagt? Ey, ich hab direkt gesagt, warte, aber. Paddy ist disconnected, ja. Ich hab schon meine Karte. Außerdem haben wir doch. Ich bin auch dagegen. Stimmen, ja, aber. Das machen wir nicht mehr, deswegen. Haben wir gesagt? Ja, wir haben gesagt. Was machen wir nicht mehr? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ich hab meine Karte geändert bereits. Naja, alles gut. Bist doch drin. Komm, also muss wieder reinkommen. Entweder sollen wir jetzt gelegt oder man darf nur mal switchen. Also ich hab geswitcht. Vorhin. Meine Karte liegt schon. Ja, ich hab danach auch wild geswitcht, weil halt ich auch davon ausgegangen bin, dass man das kann. Die Frage, ob man das Ding nochmal hochnehmen darf, weil dann ist es ja auch nicht gelegt. Achso, nee, das ist meinetwegen okay, weil das ist ja... Ja, entweder müssen wir... Achso, war jetzt deine Regel. Ja, das musst du ja wissen, ob du ihn jetzt... Ja, ich sag, tatsächlich wollen wir jetzt eine Regel festlegen, gelegt ist gelegt, das gilt dann aber für alle Karten und alle Sachen, wenn wir die gelegt haben, sind sie gelegt. Oder man sagt, man darf nochmal switchen. Das gelegt ist gelegt. Du kannst doch auch nicht bei einer Wahl, wenn du den Zettel da reinsteckst, ja, wieder raus. Die Leute, die jetzt geswitcht haben, nochmal zurück switchen. Ehrlicherweise. Ja, ich kann nur sagen, wie ich denke. Mir ist es scheißegal. Du bist locker Hitler. Nee. Also mir ist es auch egal, wie er wird. Ja, dann muss jetzt einer Machtwort hier sprechen. Hier, Schruppi, sag 3, 2, 1, los. Das war Machtwort. Das war immer noch falscher Knopf. Okay. Und? Hitler? Was? Nein. Ach ja, ist ja schon wieder soweit, ne? Ist es schon soweit?
Muss ja. Er doch eine? Ja. Nee, drei. So, lol. Echt? Na, immerhin. Ups, nein. Gut. Du könntest mir kurz helfen, die ist wieder da reingerutscht in das rote Feld. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hm? Sorry. Gute Nacht. Sorry. Tonka ist locker Hitler. Nein, ich bin nicht Hitler. Ich glaube dir, ausnahmsweise. Nein, ich glaube, alle Indizien sprechen dafür, dass er Hitler ist. Er ist muss so. Es sein. Vor allem diese Karte, auf der steht, Not Hitler Konzert. Genau. Ich habe zwei Rote bekommen. Der eindeutigste Beweis. Oh nein, hast du ihm zwei Rote gegeben? Ist. Ja, ich habe ihm zwei Rote gegeben. Das Problem ist jetzt, ich weiß überhaupt nicht, auf wen ich jetzt schießen soll. Weil durch deine anfänglichen Mindcaps, die du eben gestartet hast, Schriften sind, jetzt ist jetzt so ein Chaos entstanden hier. Dass jeder verwirrt. Dass jetzt jeder angefangen hat mit irgendeinem Trash-Talk hier. Er schießt einfach Struppi. Das ist doch der Hitler. Hitler. Ich bin auch dafür, dass wir Struppi. Ja, ich wollte gerade sagen, Struppi einfach erschießen. Weil er schießt immer... Alter, ich hasse euch so sehr. Oder ihr erschießt mich, weil ich offensichtlich der Joker bin. Nein. Also Flo ist für sein Wesen sehr zurückhaltend. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Der labert sonst immer nur rum. Kann man sich auch selbst erschießen? Ja, aber ich bin halt taktisch nicht erfahren in diesem Spiel. Du hast es mit uns ständig gespielt. Das ist ja auch zu lügen. Ich habe es einmal gespielt, glaube ich. Ja, ist doch ständig. Ich habe es zwei, drei Mal mit uns gespielt. Ein bisschen außer Übung. Lass mich erstmal anfahren hier. Wie ein guter alter Dieselmotor. Wenn er mal läuft, dann ist er unaufhaltbar. Und jetzt erschießt Struppi. Da hab ich beleidigt. Ich hab wirklich keine diese Argumentation Ahnung. Immer. Oh. Ja, wie gesagt, das ist die absolute Trash-Runde. Also, ich hätte auch nur die Tensionsschuppe, weil er einfach immer. Ey, seriously, nein! Also, ich mein's wirklich. Jetzt mal ganz. Ja, nein! Guck mal, versteh doch mal mich, wie soll ich erschießen? Ich verstehe deine Mutter gerade, als sie über Abtreibung nachgedacht hat. Aber jetzt verstehe ich. Nein, boah, ganz ehrlich. Ja. Aber nein. Struppi streitet sich zu stark, dass der Mist ist. Ich bin einfach nur gerade scheiße sauer, weil ich es jetzt schon wieder sein soll. Ich bin einmal liberal. Einmal in diesem Scheißabend bin ich liberal. Und dann bin ich sag's nochmal lauter, bitte. Was bist du? Bin liberal. Okay. Hättest du das jetzt nicht gesagt? Ah ja, das ändert alles. Was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, ich bin Faschist? Was wäre, wenn er das gesagt hätte? Hätte ich euch nicht gedrückt, Mann. Ich wollte einfach. Hätte ich auch gedrückt. Weil ja, ich jetzt jucken. Just do it! Keine Ahnung, er schießt Schurin. Just do it! Nein, ich bin Pazifist. You said tomorrow. Er schießt irgendwen, er schießt mich. Ich bin Faschist. Chiffre, du darfst ja aussuchen, wen ich erschieße, aber dafür spielst du das nächste Mal nicht mehr so, wie gerade immer mal anfangen. Okay? Du kannst auch nicht einfach. Das ist ja wie in den KZs, ey. Weißt er schießt ja, nicht einfach. Russisch Roulette, mach Russisch Roulette. Ich hab wieso schiebst du jetzt Würfel. Die Verantwortung auf mich ab? Weil doch alles Würfel. Deine Schuld ist, deswegen. Nimm doch den Würfel. Wieso ist es denn seine Schuld? Er hat doch ganz normal gespielt. Ich hab von Anfang an die Wahrheit gesagt. Ihr werdet alle also, lachen am seine eigene Version der Wahrheit. Ich lach jetzt schon, Schiffre. Ich lach jetzt schon. Nimm doch den Würfel. Oh, Paddy, das wäre jetzt so schön, wenn ich tatsächlich Faschist wäre. Wo ist denn der Würfel? Ja, wo ist denn der Würfel? Wo ist denn der Würfel? Der ist weg. Ah. Offensichtlich. Okay, keiner hat den Würfel, also ist er weg. Komm, schieß einfach Struppi, dann hat sich die Sache. Schieß einfach Struppi, jetzt locker den Würfel. Alter, wie ihr beide mich unbedingt tot sehen wollt. Deswegen, ich tendiere wirklich dazu, Struppi zu erschießen. Der Plan ist auch echt weiter, richtig. Ich sehe einfach keinen anderen Weg. Ich weiß nicht, wen ich sonst erschießen sollte. Er schießt die Typen, die ganze Zeit auf mich zeigen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Typen in ihrer Ecke sitzen und nichts mitmachen, aber total ruhig sind, aber Hauptsache, dass ich tot bin. Das Ding ist, ich habe ja zuerst gesagt, ich würde dich jetzt am ehesten erschießen, weil du halt immer Fascho bist, ne? Achso. Und jetzt wundert ihr euch, warum ich mich am Anfang aufgeregt habe, dass ich immer für einen Fascho erklärt werde. Genau deswegen. Es ist nämlich Alter, jede Fascho, Runde so, egal ob ich Fascho bin oder nicht Fascho. Jetzt heul mal nicht rum, ja? Also halt die Schnauze, Flo. Oh. Er schießt Patrick, der war letzte Runde Hitler. Nein! Oh, das ist ein gutes Argument. In so einer Situation. Das ist ein gutes Argument. Der war letzte Runde Hitler, der muss wieder Hitler sein. Er schießt Patrick, der war Hitler.
Ja, Mo, das weißt du doch in so einer Situation. Hilfst du eins. Schiffre ist locker Hitler und Patrick ist ein Fascho. Ey! Warum hat er Würfel? Ich glaube, ich würde wirklich würfeln, ey. Darum hat er vorhin auch Schiffre gedingst. Hat jemand ein D8? Ja, guck, das würde ein Fascho sagen, wenn er auch Fascho wäre. Du hast doch bestimmt ein D8, Paddy. Gib mal ein D8 her. Mann, das muss ein farbiger sein. Ist doch egal. Eine Zahl draufstehen. Stellen wir halt ab. Ey, was wollt ihr jetzt von mir? Einen 8-seitigen Würfel. Okay. Ich will noch was rein. Ingame. Ein Würfel, ein fucking Würfel. Pass auf, ich hab in-game. Vor mir. Ingame. Dann würfel mal. Ja, warum ich denn? Ich bin nicht mal promoted. Ja, dann Testgurt oder Struppi, mach mal. Promoted! Er ist jetzt eine Königin, eine Queen. Hä, hey, aber darf ich kurz was sagen? Rein statistisch ist es irgendwie schwachsinnig, jetzt einen Würfel zu würfeln, weil die Chance steht 5-3, einen Liberalen. Ja, aber was soll ich denn machen? Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Wen erschießt? Erschießt. Ein Strupp weiß ich nicht. Erschießt Chiffre. Genau, erschießt mich, dann hat diese Farce ein Ende. Wenn ich an deiner Stelle würde, eigentlich müsste ich wirklich einfach aus Strafe einfach erschießen, auch wenn du liberal bist, ey. Dann spiel ich das nächste Mal nicht so komisch, ey. Wird ja Hitler. Oder von mir aus erschießt Struppi. Hört sich von Plan. Von ihm aus erschießt Struppi, ist okay. Aber steht das in den Regeln drin, dass man sich selber nicht erschießt? Würde ich gerade fragen, kann man sich selber erschießen? Weiß es nicht. Haben wir schon mal gemacht, oder? Willst du dich jetzt ernsthaft selber erschießen? Ich weiß, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ich mache. Ja, aber du weißt doch, was du bist. Also wenn du Liberaler bist, ist ja das Dümmste, was du jetzt machen kannst, dich erschießen. Ja, aber das ist alles deine Schuld. So. Ja, dann erschieß doch mich. Ist mir doch egal, aber erschieß doch nicht dich. Nein, wenn du Liberal bist, dann habe ich das zu verantworten, dass ich gerade Liberal gekillt habe. Ja, aber wenn du dich erschießt, dann hast du auch einen Liberalen gekillt. Ja, aber ich kann es mehr verantworten, mich selber zu töten, als einen von den anderen Liberalen. So, finde ich so nicht. So würden nur Faschisten denken, die versuchen, als Liberaler rüberzukommen. So kann nur Flo denken. Erschießt Flo. Sag das nochmal. Ich bin Liberal, habe ich gesagt. Schiffre ist locker Hitler. Struppi? Ja. Komm mal einen Würfel. Du kannst das Ding auch rumwirbeln und mal gucken, nach wem die Spitze zeigt. So kannst du das irgendwie rumwirbeln? Ja, kannst du das irgendwie rumwirbeln? Weiß ich nicht, wie kriege ich das schräg? Was für einen Würfel willst du haben? Ja, nee, den bunten da, ja. Den bunten kann ich jetzt nicht so schnell. Kannst du es vom Tisch werfen? Vielleicht spawnt es dann in irgendeiner Weise, die dir verrät, wen du erschießen musst. Jetzt fang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal, wer ist die 8? Bei Tesca ist die 1, bei Schiff ist die 2. Okay. Ich bin die 3. 3. Ja. 4. Würfel. 5. 6. Sehr gut. Was, wenn jetzt 1 kommt, darf ich mich dann selber erschießen? Eddie ist die 9. Ja, darfst du. Sehr gut. Können sie alle mit den Fingern drauf geben, die 4. Ui, 4. Ich hab gecallt. Och nee, Mann, ich hab da aber ein übel schlechtes Gefühl damit, Mann. Ich hab gar ein schlechtes Gefühl. Finde ich Hitler. Ich verstehe gar nicht, warum du ein schlechtes Gefühl hast. Du hast ein Würfel geworfen und ihn umgebracht. Ja, also. Ja, so. Aber jetzt dieses auszuführen. Bist du Hitler? Scheiße, so. Ich Nein. hab noch nicht abgedrückt. Achso, ja, so. Tust du auch. Drück ab! Machen wir bis auf 3 Würfeln. Bis auf 3, genau. Ja gut, dann das tut mir leid, Carsten, wirklich. Und? Bin ich Hitler? Oh Mann, ich will nicht mehr weiter schießen. Ich bin Pazifist, ihr habt einen Pazifist erschossen. Tote Schweige. Ja, das war Struppi, lacht mich gerade ins Häuschen, weil ich nicht erschossen habe. Ach so. Was bin ich? Was? Warum bin ich dran? Oh Gott. Alter, ich bin kein Fascho. Sag das nachher nochmal, wenn du die Fascho-Karte auch auslegen musst. Florian ist dran wegen dem Next President, danach geht's ja weiter. Ach, ich muss Kanzler wählen, ne? Ja. Gut, weg. Komm, Patrick. Hä? Du darfst. Auf Flo, Best Buddies. Hier drüben, hallo. Was ist in der Farbe? Wer hat meine Trauben weggemacht? Oh. Nein! Oder die. Fuck, was war das? Weinpartei? Nein, was war das? Die Traubenpartei. Traubenpartei, ja, shit. 3, 2, 1. Achso, warte mal, Test. Ja, was denn nun? Ja, du fehlst noch. Da hat jemand noch nicht gewählt. Wählen! Ja. Testguard. Der ist gut. Der ist gerade kurz weg.
Hat also auch nichts gesehen, das heißt, er lässt sich nicht beeinflussen. Testgut, ganz kurz weg, was? Ich hol mir noch ein Bier, bis gleich. Abstimmen, Teska, abstimmen. Er hat sein Dings aus. Also, er ist stumm. Ach so, nee, ich dachte, er hätte gerade was gesagt, sorry. Oh, beeilt euch. Weiß ich, bin der, der die Würfe befürwortet, ich werde erschossen. Warum? Magenkrämpfe, was los? Nee, ich hab gerade einfach Magenkrämpfe. Sollten uns also beeilen. Huh. Where will you be when diarrhea strikes? Hey, abstimmen! Was denn, für wen? Na, für Kanzler. Für den, der mich offensichtlich als liberal erkannt hat. Dann den Faschisten, den größten Faschisten vor dem... Gut, 3, 2, 1 und los. Wir drehen euch, ich vergesse die ganze Zeit. Ah, mein Bier läuft über! Und, hast du gewonnen, Patrick? Gleichstand? Nee, war Gleichstand. Nee, hat gewonnen, 4 zu 3. Achso, ich bin Hitler. Ja? Ja. Nice. Alter. War klar. Ah. Sehr schön. Wow. Hey, Patrick, ich hab gesagt, er schießt ihn, er war letzte Runde Hitler. Hey, Patrick. Aber es hat schön geklappt, Schiefer, mit deinem. Mit einem ich hab was auf der Schießstufe. Du warst auch, ne? Ja. Hast du wundervoll geschafft, Schiefer. Also, ich weiß nicht, warum du das gesagt hast, aber es hat mir wirklich voll reingespielt. Ich dachte, ich sag nur, du bekommen was, aber danke. Ja. Schiffre, bitte tu das nie wieder. Das war ja, super. Das war schrecklich. Super. Oh Gott, aber irgendwie war es auch geil, aber es war auch schrecklich. Weil du halt damit den Faschus voll in die Karten gespielt hast. Mit den Extremelementen vereinen, um die Liberalen zu stürzen. Für die Faschus war das witzig, aber für die Liberalen war es einfach nur anstrengend, glaube ich. Also, aus meiner Sicht zumindest war es zu mir anstrengend. Ich hatte Spaß, ne? Ich denke, damit hat jeder das Vertrauen in mich endgültig verloren. Ich höre nur so einen Lufthauch. Hört ihr irgendwas? Ulfka wird sterben. Ja, definitiv. Ulfka wird sterben. Wer ist dabei? Ich weiß auch nicht, warum ich darin so gut bin, aber es macht mir so viel Spaß. Wer bist du überhaupt nicht gut, weil das einfach nur Schiefer auf deiner Seite. Das wirkst du das zweite Mal. Ist das stimmt. Was hab ich nein, gehört? Ich weiß nicht, aber irgendwie, es gibt immer so einen, den kann ich irgendwie immer so halbwegs manipulieren, dass der sagt... Patrick, du hattest gerade einfach nur Schiefer auf deiner Seite, weil der Chaos gestiftet hat. Wer meint, ja, aber da war was anderes. Na, irgendwie Schiefer. Patrick, das musst du jetzt mal zugeben. Diesmal... Lag das ja, das war jetzt echt nicht an deiner dein Verdienst zu 0%. Gut. Ich bin einfach immer so, dass man... Während Patrick sich weiterhin in die Höhe, Höhe lobt und feiert und denkt, er sei der geilste Spieler aller Zeiten, sag ich mal tschüss zu YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss. Tschüss. YouTube ist ganz traurig, wer will die Tür vor seiner Nase zumachen, armes YouTube. Eine Runde Mitleid für YouTube, alle auf 3, 2, 1. Oh. Sehr schön. Bis denn. Bevor ihr alle weglauft.